Hüslop uncut. Schönen guten Tag. Ob Wokeness, Migrationskrise, Warnhinweise vor alten Otto-Folgen, staatliche Gängelung oder der Zustand des Journalismus in Deutschland. Mein heutiger Gast hat sich mit all dem und noch mehr beschäftigt. In seinem neuen Buch Ist das euer Ernst? Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, um mit mir darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Peter Hane. Lieber Patrick Hüslop, Ihnen auch ein herzliches Grüß Gott und unseren Zuschauern auch. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Vielen Dank. Herr Hane, ich habe es eben schon gesagt, neues Buch, Ist das euer Ernst? Derzeit, an dem Tag, an dem wir das hier aufzeichnen, auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste und das schon seit 18 Wochen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Frage zum Einstieg. Warum hat es das Buch gebraucht? Was hat Sie dazu inspiriert, es zu schreiben? Also inspirierend tut es mich, dass ich eigentlich im Rhythmus von 2 Jahren immer ein Buch in dieser Reihe beim Löwe Verlag rausgebe. Also der Verlag mahnt mich dann an. Und ich bestehe allerdings darauf, dass die Vorlaufzeit für die Veröffentlichung möglichst kurz ist. Und bei dem Erfolg, den ich für den Verlag auch da einschreibe, gelingt das auch, sodass das immer brandaktuell ist. Also man hat fast den Eindruck, ich bin selber erstaunt, dass das so ist, dass manches wird, als hätte ich es heute geschrieben. Der Witz ist aber, das ist im Januar beendet worden, das Manuskript. Und viele der Kollegen sind erst heute auf diese Themen gekommen. Also ich denke nur mal, die Kosten für die Visagistin von der großartigen Außenministerin, also die ja nachts fliegt und für 180 Kilometer fliegt und natürlich für die Umwelt ist und wir dürfen das alle nicht. Das habe ich quasi schon so ein bisschen vorausgesehen. Und das sind viele andere Themen. Und ich schreibe das, was mir in dem Augenblick, wo ich schreibe, unter den Nägeln brennt. Das sind ja so 30 Geschichten. Und ich sage einfach das, was ich schreibe. Also zum Beispiel der Zustand der Bahn. Komisch, bei der Europameisterschaft sind jetzt erst die Leute dahinter gekommen, dass das ja symbolisch sein könnte für Deutschland. Und das schreibe ich ja in dem Buch und belege das auch. Also insofern bin ich ganz fröhlich. Und versuche auch das Ganze ein bisschen so zu schreiben, dass man auch lachen kann beim Lesen. Jetzt, Sie haben schon gesagt, ganz viele brandaktuelle Themen drin, aber auch ein paar Klassiker. Also hier Migrationskrise, Identitätspolitik, Wokeness, Kritik am Journalismus. Frage, Herr Hane, leben wir eigentlich derzeit im besten Deutschland aller Zeiten? Sie haben schon den Zustand der Bahn als Vergleich genannt. Oder leben wir gerade in ziemlich düsteren Zeiten eigentlich? Also ich bin weder Pessimist, ich will auch keinen Pessimismus verbreiten, deswegen mache ich das auch alles mit ein bisschen Humor. Ich bin aber auch kein falscher Optimist mit einer rosaroten Brille, ich bin schlicht Realist. Und wer heute behauptet, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, der lebt vielleicht in einer Parallelgesellschaft oder irgendwie schön gesichert im Schloss Bellevue, mitten in Berlin. Er nimmt aber nicht wahr, was um ihn herum ist. Ich habe heute erst eine SMS aus London bekommen. Da schreibt mir ein ehemaliger Kollege, er hätte ja immer gedacht, ich würde übertreiben, aber er sei jetzt mal wieder nach langer Zeit in Berlin-Mitte gewesen, also im Zentrum von Berlin. Er hätte selten so viel Dreck, Unrat, geschlossene Geschäfte und sozusagen ganze Geisterbereiche, also zum Beispiel diese Arkaden in der Friedrichstraße, wo mal dieses Kaufhaus Lafayette war, ist ja alles zu. Also man hat den einen, und er sagt, ich will den Appetit nicht verderben, aber überall stinkt es nach Urin, ich sage es mal vorsichtig, und man sieht Erbrochenes. Er sagt, er hätte nie erwartet, dass Berlin in wenigen Jahren so runterkommt. Und ich will jetzt nicht Berlin beschimpfen, aber ich erlebe das ja hier auch. Also das ist schon optisch nicht das beste Deutschland aller Zeiten. Jetzt erinnern sich vielleicht manche noch, apropos Zustand, an Jordan Peterson, der ja dafür bekannt wurde, dass er sagte, die Leute sollen, you should clean up your room, also die Leute sollen ihr Zimmer aufräumen, richtig, oder in dem Fall unsere Städte aufräumen. Ja. Ist das so ein bisschen
Das Innere wird nach außen gekehrt, also sprich, die Stadt ist innerlich irgendwie schmutzig, kaputt und jetzt schaut sie halt eben auch optisch so aus. Also Sie sprechen eine große Wahrheit aus, die ich im Studium, und das ist ja 50, 60 Jahre her, von einem großen Theologen gehört habe, der uns Studenten damals gesagt hat, also liebe Leute, ein unaufgeräumte Studentenbude ist ein Zeichen für euer Inneres, auch für euer Denken und für euer Handeln. Und ich habe ja, ich weiß nicht, in dem Buch, nein, in dem Vorgänger, vor 2 Jahren, habe ich da ja ganze Passagen genau über dieses Thema. Weil man erkennt wirklich, alleine schon die Leute, die einfach ihren Dreck auf die Straße werfen, weil da ja schon anderer liegt, wirft man seins noch dazu. Und diese Haltung, die man plötzlich entwickelt nach dem Motto, wenn andere das machen, kann ich es doch auch machen. Beziehungsweise, wenn die Obrigkeit, also nehmen wir mal diese Flüge von der größten Außenministerin aller Zeiten, dann, ja, dann kann ich das doch auch machen. Also mache ich auf meinem Balkon Lärm, wenn die nachts fliegt, dann mache ich halt, grille ich halt oder irgendwas. Das nimmt unglaublich zu. Und deswegen wird ja die Polizei inzwischen schon wegen jeder Kleinigkeit gerufen, nur dann, wenn sie wirklich gebraucht wird. Und sie wird ja heute nötiger denn je gebraucht. Siehe der Fall Bad Oeynhausen, das ist ja meine unmittelbare Heimat und ich bin ja auf die gleiche Schule gegangen wie dieses arme Opfer. Da sieht man ja schon, da wo die Polizei gebraucht wird, ist sie nicht da. Weil Sie Bad Oeynhausen ansprechen, ich hatte in der letzten Folge Manuel Ostermann von der Polizeigewerkschaft hier zu Gast, hat sich auch irrsinnig aufgeregt, nachdem Nancy Faeser gesagt hatte, ja, also der Tatverdächtige von Oeynhausen, das sei ja auch so ein Fall im Prinzip von gescheiterter Integration. Was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie das gehört haben? Ja, das ist alles Wahnsinn. Also mir ist ja der Kragen geplatzt in der Sendung News, die ja morgens diese aktuelle Sendung jetzt hat mit einer zunehmenden Einschaltquote. Und es war ganz interessant. Also mir werfen ja jetzt die örtlichen Zeitungen vor, ich hätte da wahnsinnig übertrieben und das sei ja Rechtspopulismus und frag mich nicht was. Da kann ich ja nur lachen. Wenn ich meine eigenen Zitate dann lese, kann ich sagen, so denkt jeder vernünftige Mensch. Natürlich konnte man zu meiner Zeit, also vor 60 Jahren, mit meinen Eltern Tag und Nacht durch den Kurpark gehen. Da hat überhaupt gar keiner an irgendeine Gefahr gedacht. Und das jetzt auf die soziale Schiene zu schieben, das ist ja wirklich ein Witz in Tüten. Aber Stichwort Ostermann, die Polizei kann einem im Tiefsten ja nur leid tun. Die tut das, was man sie machen lässt. Sie darf ja inzwischen im CDU-regierten Berlin, also so schlimm war ja noch nicht mal die Ampel hier in Berlin oder Rot-Rot-Grün, die dürfen jetzt noch nicht mal mehr die Vornamen der Täter sagen. Also nicht in den letzten Jahren erkannte man das immer an den Vornamen, woher die so kamen. Das darf man jetzt nicht mehr. Das ist ja lächerlich, denn man weiß ja heute, wenn in der Zeitung steht, ein Mann oder eine Gruppe von Männern, dann wissen Sie sofort, wer es war. Und wenn es mal ein Deutscher war, also ein klassischer Deutscher, dann steht das natürlich gleich dabei. Oder bei bestimmten Berufen ist es ja auch so. Keiner würde ja sagen, ein Journalist hat jemand erschlagen oder so. Aber wenn es ein Soldat war oder ein Metzger oder irgendwas, dann steht das da gleich dabei. Also ich bin ja Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei. Als erster und ich glaube inzwischen auch als einziger Journalist, der das geworden ist. Das war noch zu Zeiten von Stoiber und Beckstein, wo ich das gekriegt habe, weil ich als ZDF-Mann, so steht es auch in der Urkunde, sozusagen Respekt und auch ein positives Verhältnis in der Berichterstattung zur Polizei hatte. Und deswegen, ich will die Polizei unter keinen Umständen, sind ja meine Kollegen, beschimpfen. Nur, lieber Herr Hüßlop, es ist schon schlimm, dass die politische Führung, und da nehme ich niemand aus, Mannheim ist CDU-regiert vom Innenminister und vom Oberbürgermeister. Bad Oeynhausen ist CDU-regiert vom Innenminister
und vom Bürgermeister. Ich könnte jetzt x Sachen auflisten. Das kann man nicht bei der Ampel abschieben. Auch die Union hat völlig versagt. Überlegen Sie mal, das war das ganz große Thema. Sicherheit, Sicherheit. Und wo fühlen Sie sich denn heute noch sicher? Vor 10 Jahren hat man gesagt, eine Frau traut sich nicht mehr auf die Straße. Ich muss ehrlich sagen, ich kriege ein mulmiges Gefühl, wenn ich morgen nach Cottbus fahre mit dem Zug und fahre abends 22 Uhr wieder zurück. Und dann sitzen Sie in der Bahn und haben das Gefühl, Sie sind in einem anderen Land. Sicherheitsgefühl ist tatsächlich so ein ganz großes Thema. Also ich erinnere mich, jetzt haben wir 2016 war das, da haben mir damals Volontärinnen noch erzählt, sie trauen sich inzwischen nicht mehr joggen abends im Park. Wir hatten dann auch kurze Zeit später schon das Axtattentat von Würzburg, wir hatten Ende des Stimmt. Jahres dann schon Berlin gehabt, Breitscheidplatz. Und seitdem ja immer wieder Angriffe in Fußgängerzonen, in Kaufhäusern, in Würzburg zum Beispiel war es ja ein Kaufhaus gewesen. Aber auch in Regionalzügen zum Beispiel. Ja, Also und wenn Sicherheit Sie ist ja dann ein ganz großes Thema und nachlassendes Sicherheitsgefühl vor allem, nicht? Ja, aber was Sie jetzt ansprechen, ist ja hochinteressant. Da kommt ja Ansbach noch dazu. Also das sind ja zum Beispiel alle Fälle in diesem gesegneten CSU-regierten Bayern. Und was mich daran am meisten aufregt, ist, die landen zum Schluss in der Psychiatrie. Das heißt, es wird zu Einzelfällen runtergespielt. Religion und Ideologie wird völlig beiseite geschoben. Dann sind das also, da habe ich jetzt gelernt mal, ich weiß, wer Herr Söder da auftrat, doppelt Traumatisierte. Also sie sind traumatisiert von ihrer Heimat und dann sozusagen von der Ankunft und dem Hass oder was auch immer in Deutschland. Das kommt ja zu dem mangelnden Sicherheitsgefühl noch dazu, dass man an die Justiz nicht mehr glaubt. Und mein Dauerthema seit 2015 ist ja Migration, aber auch die letzten 4 Jahre in zwei Büchern schon diese ganze Corona-Geschichte. Und wenn ich mir dann heute angucke, heute werden noch Leute, die sich an die Maßnahmen, von denen wir inzwischen amtlich wissen vom Robert-Koch-Institut, dass sie sinnlos waren, nicht gehalten haben, werden ja heute noch vom Gericht verfolgt. Diejenigen, die aber Cannabis genommen haben, als es noch verboten war und angeklagt worden sind, die werden jetzt mit umständlichen Verfahren rehabilitiert. Da stimmt irgendwas nicht. Und dann kommt zum Schluss wirklich die Missstimmung auf, dass die Leute sagen, noch nicht mal auf die Gerichte können wir uns mehr verlassen. Und das führt ja zu den Umfragen, die in allen Instituten gleich sind. Die Leute haben keinerlei Vertrauen mehr in die Medien, in die Politik, aber auch in die Gerichte. Und das ist für eine Demokratie hochgefährlich. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, Herr Hane. Ich würde nur ganz gerne noch den Einstieg nur kurz abschließen, weil was nämlich auffällt, was auch ein bisschen im Gespräch jetzt auffällt im Übrigen ist, da ist irrsinnig viel Druck hinten dran, hinter dem Kessel. Also das merkt man, vielleicht Dampf. Na? Frage auch Wut? Ja, also ich bin ja da ein klassischer Wutbürger. Ich bin ja Protestant und da kann ich dann sagen, wäre ja das Zweitoberste, wenn man Jesus mal wegnimmt, Vorbild Luther. Und Luther war auch ein klassischer Wutredner, wenn man sich seine Tischreden anhört oder auch seine Predigten zum Teil. Da steckte viel Wut hinter über den Zustand der damaligen Kirche und des Glaubens und des Staates und all sowas. Also ich bin nicht der zornige alte Mann oder irgendwas, dafür bin ich viel zu fröhlich. Aber mich macht ja es schon wütend und zwar viele Bereiche. Also einmal das, was unsere Politik leistet, was die Medien leistet und so weiter. Dann aber auch, wie gleichgültig viele Menschen geworden sind. Als ginge sie das alles nichts an. Also manche gehen ja noch nicht mal zur Wahl oder sagen, wir können ja sowieso nichts machen. Diese Gleichgültigkeit macht mich wütend. Und es gibt einen einzigen Hoffnungsschimmer. Und das sind die jungen Leute. Die jungen Leute werden zunehmend wach, weil sie plötzlich merken, sie werden um das Wichtigste beraubt, was es gibt, nämlich um die Zukunft.
was die Bildung angeht, nicht die jungen Leute können ja nichts dafür, dass die Lehrer verrückt geworden sind mit diesem Gender-Kram und all diesen Sachen. Die Prioritäten haben sich ja völlig verschoben. Also dieses Gymnasium Bad Oeynhausen, das ist ja in Minden in Westfalen, das Ratsgymnasium, das hat sich, nachdem ich da Abitur gemacht habe, radikalisiert geändert. Da kamen also die ersten Linkswellen auf in der 68er-Zeit. Und da merkt man plötzlich, dieses Wort, was bei uns im Lateinischen in Gold gemeißelt an der Aula stand, non scholae sed vitae dissimus, also wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben, das ist irgendwie weg. Also, und die jungen Leute merken das plötzlich. Und die Europawahl, jetzt will ich nicht parteipolitisch werden, aber das war kein Rechtsruck. Es wird ja immer die Jugend, Rechtsruck. Es war eine Linksflucht. Die jungen Leute flüchten förmlich von diesem ganzen Irrsinn. Nicht die lernen in Biologie, es gibt zwei Geschlechter und dann kommt irgendwie der Religionslehrer oder irgend sowas, also fern jeglicher Wissenschaft. Sowas kann ja nur jemand behaupten, der keine Ahnung hat von Naturwissenschaften. Also kommt der Sozialkundelehrer und sagt, nein, es gibt ja 195 Geschlechter. Schon darüber lachen junge Leute und ich mache das ja alles biografisch. Wenn ich hier, wie unlängst bei Rewe, einkaufen ging und hinter mir stehen zwei Jungs, stellt sie da heraus, sie kamen aus Dortmund und die sagen, oh geil, wir gucken ja ihre Kurzvideos da bei TikTok und so und da sagen sie, Gender ist was für Schwachsinnige. Sie sind der Held an unserer Schule, nur die Lehrer hassen sie. Und da merken sie halt schon, was los ist. Jetzt hat natürlich auch die Jugend irrsinnig überrascht bei der Europawahl oder beziehungsweise andersrum vielleicht. Diejenigen waren überrascht, die eigentlich überhaupt nicht mehr wissen, was die Jugend umtreibt. Vielleicht kann ich das so rum sagen. Wir haben völlig recht. Weil ich hatte, das war auch das, was ich in der Folge gesagt habe, als ich mit Werner Patzelt auf die Europawahl geschaut habe. Dass es so eine falsche Vorstellung davon gibt, wie die Jugend tickt. Und dann haben sich so einige wahrscheinlich versprochen, okay, wir müssen einfach das Wahlalter ein bisschen herabsenken. Und dann kriegen wir da ganz viele Wählerstimmen. Und plötzlich am Wahlabend waren die Gesichter sehr lang gewesen. Wo kommt das eigentlich her, dass man so komplett den Kontakt, oder ich will nicht mal sagen, den Kontakt zur Jugend verloren hat, aber vielleicht ein völlig falsches Bild davon hat, was junge Menschen eigentlich umtreibt im Alltag? Kommt es davon, dass plötzlich nur noch so Gestalten wie Luisa Neubauer oder sowas repräsentativ für die junge Generation stehen? Naja, das hat schon damit zu tun und das ist ja etwas, was ich immer wiederhole und deswegen kann ich ja hier kurz machen. Wir haben eine Parallelgesellschaft gebildet, die ich nie für möglich gehalten habe, nämlich Journalisten und Politiker haben sich zurückgezogen in eine völlig eigene Welt, vor allem in den Hauptstädten und ich erlebe das ja in Berlin. Und die Krönung von allem, und das kann ich ja sogar mit Adressen nachweisen, mit Hausnummern, mit Stockwerken und allem, die leben und wohnen zusammen. Das heißt, da kommt wieder der alte Satz des BBC-Chefs von vor 10, 12 Jahren, der gesagt hat, nenne mir ein Land, in dem Politiker und Journalisten sich vertragen. Und ich sage dir, es ist keine Demokratie. Und das ist heute eine traurige Realität. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Politiker zu duzen oder zu große Nähe zu haben. Natürlich brauchte ich Nähe, um Informationen zu bekommen, Vertrauen zu gewinnen und, und. Alleine schon meine zahllosen Sommerinterviews, ich bin ja der die meisten für das ZDF gemacht hat, führte dazu, dass man eben diese Politiker, wenn man die im Urlaub besucht hat oder so, auch näher kennenlernte. Also, und ich habe zu manchen auch über Parteigrenzen hinweg richtig persönlichen Kontakt mal gehabt. Aber das darf nie so weit sein, dass man sein Berufsethos vergisst. Und das lautet eben Distanz. Distanz trotz Nähe. Und ich habe
immer versucht, das einzuhalten. Denn bei der Duzerei fängt es ja schon an. Also da kann man, irgendwo ist dann eine Hemmschwelle, wo man sagt, dann kann ich auch nicht mehr so kritisieren oder draufhauen oder irgendwas. Und das tut mir leid, und das ist ja unser beider Geschäft, Journalismus. Das ist heute ein Gefälligkeits- und Hofierungsapparat geworden und nicht mehr das, was wir mal gelernt haben, nämlich hinterfragen, zweifeln, kritisieren und allem lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Und in dieser ganzen Gemengelage hat man den Kontakt zu den Menschen verloren. Und sie lachen jetzt alle über Ricarda Lang, weil die glaubt, ein Rentner, ich weiß nicht, hat die gesagt 4.000 oder 3.000 oder was, also ein Rentner, völlig illusorische Zahlen. Wir beiden könnten ja mal die Probe aufs Exempel machen und gehen hier durch eine Hauptstadtredaktion von den großen Illustrierten und Nachrichtenmagazinen und so weiter, die ja hier alle sind. Ich gebe Ihnen die Hand darauf, die wissen das auch nicht. Und so langsam spüren junge Leute, und jetzt spreche ich mal mit Luther etwas deutlicher, wir werden verarscht. Und dafür zeigen sie jetzt die rote Karte. Und die sieht im Osten blau aus und im Westen schwarz. Und Uwe Steimle hat recht, wenn er sagt, jetzt wissen wir, wo dunkel Deutschland ist. Man muss, glaube ich, gar nicht mal erst in die ganz großen Redaktionsstuben der Hauptstadt gehen. Das fängt schon in Lokalredaktionen an, bei kleinen Zeitungen, dass es da teilweise ja an Distanz einfach fehlt. Ja. Aber auch gleichzeitig eine Distanz da ist zum gemeinen Bürger, sage ich mal in Anführungszeichen. Also was mir ganz oft auffällt in Redaktionskonferenzen, das schon seit Jahren, das ist so ein gar nicht mehr wissen, was die Leute an der Wursttheke reden oder was im Taxi Gesprächsthema ist. Ne? Diese ganzen Geschichten. Sondern da ist man dann ganz schnell in so einer Blase drin. Ich sage immer so Altbau, Bioladen, Elektrolastenfahrrad, so diese Blase. Und da ist man sich einig. Und dann ist man am Wahlabend jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, wie die Ergebnisse so in Anführungszeichen böse ausfallen. Mhm. Also noch zwei Sachen dazu. Also erstens, sage ich ja, das habe ich auch öffentlich hier bei Riverboat zum Beispiel in der Talkshow gesagt, dann jubelt das Studio-Publikum und den Kollegen, die da sitzen, geht die Fresse sozusagen runter. Dass ich sage, ist ganz einfach zu lösen, man muss zwingen, dass Politiker und Journalisten ihre Kinder in normale Schulen schicken und nicht in irgendwelche Elite-Schulen, Privatgymnasien oder gar ins Ausland. Wenn das wäre, normale Schule, dann wäre vieles schon gelöst. Also wenn es eben nicht freiwillig geht, muss es eben so gehen. Und man hat den Kontakt zum wahren Leben schon verloren in unserem Berufsstand. Und Sie sprachen ja die Redaktionskonferenzen an. Ich meine, das habe ich ja nun über Jahrzehnte mitgemacht. Da hat sich auch grundlegend etwas geändert. Also manchmal hatte man wirklich den Eindruck, wir sind jetzt wirklich, jetzt zum Schluss, meine letzten Jahre dann hier in Berlin, wirklich in einer anderen Welt. Also und das ist ja wirklich diese Öko- und Woke- und Gender-Gesellschaft, die merken gar nicht, dass das beim Volk als, wie soll ich sagen, Belehrung ankommt und wer will sich gerne belehren lassen. Also, und dann noch ein Satz, es ist für mich eben schon schrecklich und ich bin ja nun Akteur wie Sie auf der anderen Seite, dass die Leute sich zunehmend vorkommen, dass man sie verachtet. Vieles, was Politiker heute sagen und Journalisten schreiben, ist pure Verachtung der Konsumenten. Also das muss man erstmal hinkriegen, dass die Leute, die einen bezahlen, verachtet werden und man wundert sich, dass die das irgendwann durchschauen und nicht mehr gerne mitmachen. Und der Wähler hat eben die Möglichkeit, dann so zu wählen, dass die schockiert sind. Und man hat ja auch die Möglichkeit, bis auf ARD und ZDF, alles, was man
konsumiert, bei den Medien schlichtweg abzubestellen. Also ich finde es ja tausendmal besser, man spendet für freie Kanäle, die ja bei YouTube und im Internet überall zu finden sind, als dass man das noch bezahlt, was einen im Endeffekt nicht nur falsch informiert, sondern auch noch verachtet. Wir reden über Journalismus gleich noch als gesonderten Punkt. Darum bin ich umso froher, Sie heute da zu haben, jemanden, der Jahrzehnte an Erfahrung im Job einfach vorzuweisen hat. Aber ganz kurz nochmal zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, man merkt beim Lesen, da ist richtig Dampf im Kessel drin. Mhm. Was aber auch auffällt, ist, es gibt dann ein Kapitel. Für mich war das Lesen so ein bisschen wie so eine Fahrt auf so einem Wildwasser-Rafting-Ausflug. Mhm. Und da gibt es ein Kapitel, da merkt man plötzlich, oh, jetzt kommt ein ganz ruhiges Wasser rein. Und das ist das Kapitel. Und ich will es nicht inhaltlich spoilern, weil die Leute sollen das Buch lesen. Aber das ist dieses Kapitel, warum ich Bares für Rares liebe. Ja, Frage herrlich. Ist, haben Sie das beim Schreiben auch so empfunden? Ich habe gerade, bevor wir unser Gespräch gemacht haben, mir das wieder angeguckt, weil ich Horst Lichter halt unglaublich schätze. Wir kennen uns auch gut und er war auch in meiner Sendung damals und so weiter. Das ist, ich verrate jetzt auch nichts, aber das zeigt, dass die Umerziehungsprozesse, die man ja auch medientechnisch gerne macht, also meine Nachfolgerin bei der Heute-Sendung, die sprach ja immer von ZuschauerInnen und LehrerInnen und so weiter. Also hat man den Eindruck, man fährt durch ein dauerndes Funkloch. Und man war allerdings froh, wenn über die Lufthansa berichtet wurde, dass es PilotInnen heißt. Es ist besser, ein Pilot ist innen als außen. Und man fragt sich immer, wann kommen die mal an die frische Luft, weil die ja alle innen sind. Und aber der Spaziergang hat ja nun auch, wie der sagt, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, meinte, seine Unschuld verloren. Also muss man ja innen bleiben. Ist ja alles absurd. Aber an dem Bares für Rares erkennt man an dieser wunderschönen Sendung. Also wissen Sie, da ist ja immer das Gleiche. Und trotzdem finde ich das immer wieder interessant. Das hat nur einen Vergleich, das haben Sie wahrscheinlich in Ihrem Alter gar nicht mitgekriegt. Beim Schwarz-Weiß-Fernsehen gab es eine Sendung Was bin ich? Mit Robert Lemke. Kenn ich. Und nicht, welches Schweindall hätten Sie dann gern? Und lacht ein Hund auf dem Tisch. Es war alles so Ur-Opas-Fernsehen. Das Erfolgreichste, was es gibt, und das Preiswerteste. Bares für Rares zum Beispiel ist die billigste Sendung, die es fürs Fernsehen überhaupt gibt, weil da werden keine Honorare bezahlt, da gibt es keine große, wie soll ich sagen, Unterhaltung dabei oder alles, was teuer ist. Aber da erkennen Sie, da sitzen eigentlich nur normale Menschen als Experten, dann aber auch als Verkäufer und auch als Moderator. Und wie die schon gedeichselt werden, sich dem modernen, angeblich modernen Modus anzupassen, in der Sprache und in der ganzen Haltung und allem. Und es gelingt nicht, weil der Mensch sich so blöd nicht erziehen lässt. Und ich sage nur eins, also wer von Händlerinnen und Händlern spricht, wenn nur eine Händlerin da sitzt, oder wer dann aber sagt Händlerkarte, dann müsste es ja auch Händlerinnen und Händlerkarte heißen. Da merkt man an dieser Einsendung, dieser ganze sprachliche Quatsch ist wirklich bodenloser Irrsinn. Und das sage ich mal ernst dazu. Die Kinder können nicht lesen und schreiben. Zunehmend kommen die Klagen von allen Schulen. Dann haben wir Ströme von Flüchtlingen, die ja ihre Kinder alle mitbringen oder nachholen oder was auch immer. Für die ist Deutsch ohnehin schon wahnsinnig schwer. Und die sollen jetzt diesen Quatsch zusätzlich auch noch bewältigen. Das ist ein erneuter Beweis, dass die Herrschenden sowohl in Bildung, Medien und Politik null Ahnung haben vom wahren Leben. Der Untertitel Ihres Buches lautet Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Herr Hane, wer sind die Idioten, wer sind die Ideologen? Also das kommt ja beides zusammen eigentlich, weil, und das dramatisiert das Ganze noch, nicht wenn Idioten auch noch mit Ideologie daherkommen, dann wird es ganz schlimm. Dann wird es ganz, ganz schlimm. Ich muss aber nun
habe ich das schon tausendmal erklärt, aber es gehört eben dazu. Ich beleidige ja niemanden mit dem Wort Idiot. Sehr interessant, das Buch war gerade 2 Stunden auf dem Markt, da hat ja der Stern jene Illustrierte, die ja an Auflage verloren hat, so schnell kann man gar nicht gucken, einen Verriss von einer seiner Edelfedern machen lassen, eine ganze Seite. Das war brutal, muss ich fast sagen. Aber das Schönste ist ja, sie zitieren, und da sind wir wieder bei der Parallelgesellschaft. Ich habe dasselbe jetzt mit einer Heimatzeitung bei mir wegen Bad Oeynhausen. Da zitieren sie Sätze, wie schrecklich Hane ist, der sowas sagt. Die Sätze, die aber zitiert werden, ist genau das, was jeder Taxifahrer, Sie sprachen eben ja davon, und jeder normale Mensch mir sagt. Das heißt, so weit sind die von der Realität entfernt, dass die das geißeln. Also ich kann mich selber, wenn ich eine Kritik über mich schreiben würde, die wäre ganz schön vernichtend, aber die wäre intelligenter. Und das ist eben, wie soll ich sagen, das ist das, was mich auch wütend macht, dass noch nicht mal die Kritik auch an meinem Buch zum Beispiel oder an meiner Person intelligent ist. Also ich kenne wirklich noch Zeiten, die Auseinandersetzung mit wirklich Linken. Also das war Merseburger und Bettnarz und wie die alle hießen als Moderatoren bei der ARD. Das war im ZDF ein Kollege wie Ruprecht Eser oder so. Das waren ganz stramme Linke. Aber das war alles auf einem hohen intellektuellen Niveau und es war nie persönlich beleidigend. Und der Sternmensch, der mich da verreißt, schreibt aber einen interessanten Satz. Bei aller Kritik zu Hane muss man sagen, er beleidigt niemanden. Und deswegen erkläre ich ja das Wort Idiot. Wenn der Grieche und der Römer zu Urzeiten in der Antike einen Klempner brauchte und es kam ein Metzger, dann kam ein Idiot, also ein Nichtfachmann. Und jetzt könnten Sie das ja beliebig machen. Wir brauchen einen Wirtschaftsminister, aber es kommt ein Kinderautor. Dann kommt ja kein Fachmann. Es kommt, wir brauchen eine Außenministerin und es kommt eine, die meint, sie käme vom Völkerrecht, weil sie einmal dem Pförtner an der Uni die Hand gegeben hat. Dann kommen nicht Fachleute. Und das Dramatische an der gegenwärtigen Situation ist, dass die Nichtfachleute inzwischen weit überwiegen, sowohl in den Regierungen, in den Kabinetten, auch im Land, Landtag, Landregierung, aber auch inzwischen im Parlament. Also ich habe ja noch Zeiten erlebt, da war Hinsken, der Bäckermeister und Konditormeister aus Bayern, der war ewig im Bundestag und der vertrat da vehement das Handwerk. Da gab es ganz normale Leute, die waren Klempner oder Tischler oder irgendwas. Heute haben sie Kevin, heute haben sie Ricarda, heute haben sie Leute, die vom wahren Leben null Ahnung haben. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist eine Beleidigung des Volkes. Und das macht mich durchaus wütend, dass Menschen, die Lebenserfahrung haben, die Handwerk und können und die das Land am Laufen halten, die kommen nirgendwo mehr vor. Wir haben vorhin gesprochen über das Gefühl, dass die Sicherheit schwindet. Wir haben gesprochen über einen Vertrauensverlust in Institutionen wie Politik, wie die Medien, wie die Kirchen, die Gewerkschaften. Es gibt aber auch noch ein ganz anderes Problem und das ist das Gefühl von ganz vielen Menschen, ich kann meine Meinung, vor allem meine politische Meinung, nicht mehr frei äußern, ohne Angst haben zu müssen. Herr Hane, wie konnte es eigentlich dazu kommen? Ja, das ist eine gute Frage und wenn wir die Lösung hätten, könnten wir ja das auch schon alles schnell beenden. Das ist ein schleichender Prozess gewesen. Da kommen viele Faktoren zusammen. Also alles, was wir bisher gesagt haben über die Parallelgesellschaft, dann aber auch, dass sich diese Parallelgesellschaft der Herrschenden immer weiter schrittweise einigelt. Uns wird ja immer vorgeworfen oder auch mir, oh, ihr sitzt da in einer Blase oder ihr habt da einen Internetkanal und da werdet ihr bejubelt. Klar, man kann das ja auch in den Kommentaren lesen.
Also wer Sie zum Beispiel abonniert, der wird ja nicht schreiben, wie schwachsinnig ist der. Also dann ist es eben eher Jubel. Daraus wird immer gemacht, ihr seid isoliert in eurer Blase. Und bei denen, von denen Sie sprechen, kann man das durchaus sagen. Das ist pure Realitätsferne. Und da kann ich nur sagen, das muss unbedingt durchbrochen werden, denn das ist eigentlich die Lösung, dass man sagt, wir wollen wieder normal denken dürfen, denn da hat sich etwas aufgebaut. Wenn Sie natürlich diese Gleichmacherei zwischen Politik und Journalismus haben, dann lesen und hören Sie ja immer das Gleiche. Sie fallen also auf, wenn Sie anders denken. Und das ist so eine Spirale, die geht dann immer weiter. Und irgendwann sagt man sich, wir beiden haben den Vorteil, Sie haben Ihren Kanal, ich werde zu X Sachen eingeladen, man kann sich äußern. Die sagen aber oft, wir haben niemand, bei dem wir uns äußern können. Auch nicht in der eigenen Familie. Manche sind ja isoliert in der eigenen Familie. Sie dürfen bestimmte Sachen nicht mehr sagen. Oder wenn ich das schon höre, bei einer Geburtstagsfeier oder Jubiläum, wird vorher schon festgelegt, über welche Themen man nicht redet. Entschuldigung, das hat es auch früher nicht gegeben. Heute heißt es dann, oh, Politik, lieber Politik draußen lassen. Aber Politik ist ja alles. Also, das hat sich sozusagen immer weiter nach oben geschraubt und irgendwann gewöhnt man sich dran. Das ist für mich das Schlimmste überhaupt. Und ich bin ja oft in Mitteldeutschland unterwegs. Und ich kenne die Seele der Ossis als typischer Wessi. Und mich wundert überhaupt nichts, was im Osten passiert. Und das Schlimmste ist, wenn einer sagt, Sie haben Patzelt eben erwähnt, der ja als Professor das auch so erlebt hat, obwohl er ja aus Bayern kommt. Wenn einem die Leute dann sagen, dafür sind wir 1989 nicht auf die Straße gegangen. Und es gibt ja die These, es ist eigentlich schlimmer als in der DDR. Und man muss immer die hören, die ostsozialisiert sind. Zum Beispiel unser Kollege Ralf Schuler war ja der Politikchef der Bild-Zeitung, ist jetzt einer der Chefs von NEOS, dem neuen Nachrichtenkanal, hat ja auch tolle Bücher geschrieben. Und Ralf Schuler hat diesen Satz unlängst geschrieben. Es ist nicht die DDR 2.0, die wir jetzt erleben. Es ist eigentlich viel schlimmer. Warum? Bei der DDR wusste man, wie man dran war. Jeder wache Mensch hat gesagt, es ist eine klare Diktatur mit einem Unterdrückungssystem, Stasi und so weiter. Hier wird alles als Demokratie verkauft und sie wissen nicht, wie sie dran sind. Also, wer sie verrät. Sie müssen sich vorstellen, ich habe das ja bei Corona erlebt. Da saßen so die Rentner, die nichts zu tun hatten, guckten mit dem Fernglas aus dem Fenster, ob irgendwo ein Kind auf dem Sportplatz ist oder mehr als drei zusammen sind oder Geräusche in der Wohnung, weil doch da Kinder die Frechheit besaßen, mit anderen zu spielen oder sowas, und riefen sofort die Polizei an. Also dieses Denunziantentum. Und das wird ja inzwischen institutionalisiert. Sie werden ja, kriegen ja Preise, wenn sie denunzieren. Also sie kriegen ja auch eine Bratwurst, wenn sie sich geimpft haben. Und jetzt ist das ganz schick. Und Sie müssen sich vorstellen, wir bezahlen mit unseren eigenen Steuern, auch wir beiden, den Strick, der uns gedreht wird. Denn das wird ja alles von Steuergeldern bezahlt. Und Sie haben das Gott sei Dank angesprochen, weil das ist für mich das Schlimmste. Also, und wenn einer kommt und sagt, die Erde ist eine Scheibe und der Mond ist aus Schweizer Käse, dann ist das seine Meinungsfreiheit. Er kann das sagen und es ist kein Entlassungsgrund. Es sei denn, er könne wegen dieser falschen Annahme sein Brot nicht mehr richtig backen, als Bäcker oder als Lehrer nicht mehr richtig Englisch unterrichten. Aber ansonsten hat das gefälligst den Staat
nichts anzugehen. Und das explodiert ja langsam. Das lassen sich die Leute jetzt nicht mehr bieten. Also wenn jetzt noch was, Herr Özdemir will doch jetzt irgendwie das Essen verteuern und sowas alles. Das ist ja so absurd. Die wundern sich, dass sie kein Mensch mehr wählt. Aktuell haben sich die Grünen ja halbiert nach den neuesten Umfragen. Die wundern sich, dass sie nicht mehr gewählt werden. Also blöder kann es doch gar nicht sein. Wenn ich nur dreimal hier mit der U-Bahn fahre oder mit dem Taxi, weiß ich, die Lage der Nation besser einzuschätzen als nach 100 Bundestagsreden. Ja, dann sind wir wieder bei der Distanz zur Bevölkerung in dem Punkt. Ne? Aber weil Sie es schon angesprochen haben, also diese Meldeportale, die langsam wie Pilze aus dem Boden sprießen. Es gibt so eine, habe ich so das Gefühl, so eine durchgehende Lust am Denunzieren. Viele sagen, der Blockwart ist wieder da. Ja. Andere sagen, das kennen wir noch aus DDR-Zeiten. Ist das so ein rein deutsches Phänomen? Sind wir hier besonders anfällig für sowas? Oder ist das einfach die Natur des Menschen, dass er gern schaut, was die anderen macht und gerne bei einer Obrigkeit anschwärzt? Naja, also das Petzen ist ja sowas typisch Menschliches. Das ist ja normalerweise Kindergartenniveau. Also nur wird das jetzt staatlich institutionalisiert und finanziert. Also da sieht man mal das Niveau, was wir gegenwärtig haben. Also dieser Gouvernantenstaat oder dieses betreute Denken, dieses betreute Sprechen. Also alles wird betreut. Aber es ist, Sie haben völlig recht, natürlich ein deutsches Phänomen. Also wir Deutschen sind ja immer besonders gründlich. Und nun sind wir nicht mehr, wie wir zu Anfang des Gesprächs festgestellt haben, ja nicht mehr gründlich in Sauberkeit, auch nicht mehr in Pünktlichkeit, müssen sich ja nur die Bahn angucken, auch nicht mehr in Höflichkeit. Also wir müssen doch in irgendwas gründlich sein. Dann sind wir es jetzt eben im Denunzieren. Also das ist schon so ein bisschen deutsche Wesensart. In anderen Ländern ist ja dieses Laissez-faire. Gucken Sie Frankreich oder Italien, denen geht es allem wesentlich schlechter als uns, aber die sind alle fröhlich. Gucken Sie sich mal die Deutschen an. Also Matthias Matusek sagte jetzt in einer Sendung, also Frau Esken von der SPD, die hat doch den Charme einer Leiterin einer Gefängniswäscherei. Also auf die Idee muss man erst mal kommen. Wissen Sie, dieses Verbissene, dieses unfassbar Verbissene. Das ist für mich so ein Zeichen. Man merkt, das Volk zieht nicht mehr mit. Man selber hat auch versagt. Das wissen die ja, die sind ja nicht blöd. Und jetzt versucht man das irgendwie, statt dass man kapituliert und sagt, gut, wir haben es mal versucht, jetzt funktioniert es nicht. Wird das verbissen durchgesetzt? Eine typisch deutsche Wesensart. Und deswegen, ich bin auch immer gerne im Ausland. Gucken Sie mal, vor 40 Jahren, wenn ich da sage, ich komme aus Deutschland, sind die alle in die Knie gegangen. Deutschland war eine Made in Germany, war das große Vorbild. Heute lachen die Leute und sagen, ja sag mal, ihr seid das einzige Land der Welt, was sich selbst zugrunde richtet, ohne Krieg. Also der Witz ist, wir haben ja die Wiedervereinigung erlebt, ohne dass ein Schuss gefallen ist. Jetzt erleben wir die Zerstörung, ohne dass ein Schuss fällt. Also es werden ja höchstens Messer benutzt, aber es fällt ja keine Schüsse. Das muss man erstmal hinkriegen. Und ich würde es ja gerne erleben, aber ich glaube als Christ ja an das ewige Leben. Deswegen werde ich das aus himmlischer Perspektive mal beobachten, was in 100 Jahren Historiker über uns schreiben. Das ist ein Science-Fiction-Roman rückwärts. Also es wird ja immer gerne Orwell zitiert, 1984. Als wir das gelesen haben in der Schule, werde ich nie vergessen, da war das eine realitätsferne Utopie. Wenn man das heute liest, kann man sagen, der Orwell hat nicht nur recht gehabt, sondern er hat untertrieben, er hat absolut untertrieben. Der hat das alles vorausgesagt. Unter anderem auch die deutsche Mentalität am Denunzieren und an dieser absoluten verbissenen Humorlosigkeit. Wissen Sie, wenn ich im Karneval oder Fasnacht nicht mehr frei von der Leber Witze machen kann,
dann ist was faul im Lande, wenn ich nicht mehr normal am Stammtisch sprechen kann, dann ist etwas oberfaul. Es kann mir doch kein Mensch sagen, der Mohrenkopf sagt, der wird dadurch zum Rassisten. Entschuldigung, wir haben als Kinder doch Negerküsse gesagt. Und ich habe nie in irgendeiner Weise das Gefühl in mir gehabt, dadurch verachte ich schwarze Menschen. Und der Witz ist ja, die betroffen sind, das genauso in der ganzen Queer-Geschichte. Also die 70% der Homosexuellen wählt zum Beispiel die AfD. Es gibt ja eine Untersuchung, die ist nur nie so richtig veröffentlicht worden. Warum? Weil sie realistisch die Gefahr sehen, die eben zum Beispiel vom Islamismus ausgeht, und rette sich, wer kann. Das heißt, es gibt bestimmte Tatsachen, die werden dann völlig ausgeblendet und die sagen immer, lasst mich doch bitte in Ruhe von diesem Quatsch. Die schämen sich ja über dieses Queere. Und wenn ich dann sehe, sie sitzen ja in Bayern, wie dann Herr Söder die Allianz Arena, das Stadion, in Regenbogen ausleuchtet, um sich selbst mit einer Regenbogen-Corona-Maske da reinzusetzen. Und sie haben das Gefühl, es ginge um einen ganz schlimmen Feind. Dabei ging es nur um Ungarn. Und während dieses Spieles vor 2 Jahren war die Bandenwerbung in dem Stadion mit den Worten, wir sehen uns in Katar. Da fand nämlich die Weltmeisterschaft statt. Das heißt, Sie müssen sich mal, das ist Bildungsnotstand im Endstadium. Sie machen hier Regenbogenwerbung, richten sich gegen den Staat, der die Wiedervereinigung initiiert hat, nämlich Ungarn, durch das Aufschneiden des Zauns. Das ist Gratismut im Endstadium. Und dann werben Sie für Katar, wo also die den Regenbogen anbeten, am Baukran hängen. An diesem einen Beispiel merken Sie, wie schwachsinnig das inzwischen alles ist. Aber ich kann nur sagen, wenn wir uns vielleicht mal in ein paar Jahren wiedersehen, die Übertreibung der Herrschenden, auch der Medien, ist so grandios, dass das sich selbst ad absurdum führt. Also Sie brauchen gar keine Opposition mehr. Sie können auch irgendwann die Wutbücher von Peter Hane als Heizungsmaterial benutzen. Das erledigt sich durch Übertreibung alles von selbst. Jetzt ist die eine Sache die Bespitzelung. Eine andere ist aber auch die Gängelung der Bürger. Also mittlerweile fühlt man sich ja gegängelt, wie ich mich ernähre, wie ich heize, wie ich mich fortbewegen darf, was ich sagen darf. Den Aspekt haben Sie ja auch schon angesprochen. Wo soll dann das alles ändern und enden? Und ist denn das nicht auch irgendwie selbstverständlich, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo die Leute sagen, jetzt habe ich den Kanal voll, jetzt gehe ich auf die Straße, jetzt verweigere ich mich? Also die Deutschen auf die Straße zu kriegen, da müssen sie Prämien aussetzen oder irgendwas. Ich sage ja immer, wenn wir in Frankreich leben würden, dann würden die Barrikaden schon brennen. Was wir uns hier bieten lassen, würde sich in Frankreich kein Mensch gefallen lassen. Also die Deutschen sind immer untertan. Nicht Josef Kraus hat, der frühere Lehrerpräsident, ja dieses Buch geschrieben, Untertan. Also diese Mentalität ist irgendwie drin. Aber natürlich explodiert das, indem die Leute ich würde nicht sagen, eine generelle Explosion oder Implosion, das alles zusammenbricht, sondern das findet auf verschiedenen Ebenen statt, also in Einzelteilen, da müssen wir Mosaik zusammensetzen. Also diesen ganzen Wärmepumpenquatsch macht ja kein Mensch mit. Diejenigen, die herstellen, sagen ja, wir haben da investiert, aber die will keiner haben. Nun kann sie auch keiner haben wollen, weil es ja keine Fachleute mehr gibt, die überhaupt installieren. Sie können ja hier in Berlin noch nicht mal einen Wasserhahn repariert kriegen sie auch keine Wärmepumpe. Dann diese Lyrik mit den Elektroautos.
Das ist doch alles von selbst in sich zusammengebrochen, dass die Leute sagen, also diesen Quatsch machen wir nicht mit, weil es gibt ja nirgendwo diese Steckdosen. Also die Reichweite ist zu wenig. Jetzt können Sie X Sachen nehmen, was Sie verbieten wollten und was Ihnen nicht gelungen ist. Also ich bin jetzt auch der Überzeugung, ist ja übrigens auch ein Kapitel meines Buches, da haben die Leute gedacht, das hat er wieder völlig übertrieben. Und jetzt haben wir die Auswirkung, nämlich, dass an den Flaschen die Schraubverschlüsse nicht mehr abzumachen sind. Das ist ja eine Nummer, die ist so irre. Also statt dass sich Europa kümmert, dass endlich Frieden ist in Sachen Ukraine und Russland, dass wir uns darum kümmern, dass es wieder aufwärts geht mit der Bildung, mit der Wirtschaft oder was auch immer, ist eine der zentralen Dinge der Europäischen Kommission, dass die Deckel da von den Flaschen nicht mehr abgehen. Das ist ja, sie können ja nicht mehr aus der Flasche trinken, aber klar, diese Leute trinken ja sowieso Champagner und schlürfen den aus irgendwelchen Gläsern, nicht aus der Flasche. Und ich sage Ihnen jetzt schon voraus, da wird sich auch da die Leute selbstständig machen. Dann ist eben meinetwegen auf dem Schützenfest, wo viel Getränke verkauft werden, liegt da dann eine Schere, die an einem natürlich an einer Kette festgemacht ist, dass sie nicht geklaut wird. Und die Leute schneiden sich als erstes diesen Deckel ab. Ich kann ja nur alle aufrufen, schneiden Sie, bevor Sie die Lippen kaputt schneiden, schneiden Sie doch diese Deckel ab. Das ist doch nur ein Beispiel, dass die Gängelung, von der Sie ja zu Recht sprechen, sich insofern überholt, die Leute finden immer Auswege. Und ich würde mich ja freuen, wenn dieses Symbolthema dadurch gelöst wird, dass die Leute einfach konsequent, ich versuche ja immer zu drehen, aber das geht irgendwie nicht. Also da haben sie denn den Finger irgendwie noch blutig oder was? Also ich überlege mir jetzt mal, ich bin auf einem Sommerfest jetzt in ein paar Tagen im Spreewald, ob ich nicht selbst mal eine Schere mitnehme und den Leuten mal zeigen, wie man das macht. Sie haben Frankreich und die französischen Verhältnisse schon angesprochen, die wären, wenn es dort so zuging, wie es hier zugeht. Wir haben so eine kleine Kostprobe davon, hatten wir Anfang des Jahres, als die Bauernproteste waren Ja. und wir plötzlich überall Barrikaden hatten und Trecker, die überall standen und so weiter und so fort. Also die Leute protestieren schon, die zeigen schon, auch teilweise sehr schmerzhaft für den Rest der Gesellschaft, wenn der Bogen überspannt ist. Und jetzt gucken alle gerade mit großer Sorge auf den September. Weil im September stehen in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen die Wahlen an. Und nächstes Jahr haben wir Bundestagswahlen. Herr Hane, was glauben Sie, wie gehen sowohl die Wahlen jetzt im September als auch die Wahlen nächstes Jahr möglicherweise aus? Also im September halte ich es durchaus für möglich, dass die AfD in einem der genannten Länder vielleicht den Ministerpräsidenten stellen könnte. Das ist jetzt ganz neutral journalistisch erstmal analysiert. Ich war nie Mitglied einer Partei. Mein Herz schlug nicht nie links. Das wusste jeder, aber ich habe nie parteipolitisch agiert. Das mache ich heute auch nicht. Ich beobachte nur. Und wenn das so weitergeht, hier in Berlin, nicht wahr? Die Leute sehen doch auch, wie diese Regierung, die gegenwärtige, an den Sesseln klebt. Also sie haben natürlich Klimakleber, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Dafür klebt jetzt die Regierung. Und dann haben sie gesagt, oh, wenn der Haushalt jetzt denen um die Ohren fliegt, dann ist alles vorbei. Ich habe alles gewettet. Mein gesamten Besitz würde ich verwetten, die halten es aus bis zum allerletzten Tag. Nicht der Untergang muss vollendet werden und die eigenen Pensionen müssen gesichert werden. Und jeder, der die Fristen kennt, wir als Journalisten wissen das ja, wie lange man wo in welchem Amt sein muss, der weiß ganz genau, die werden ja blöd, wenn sie sich selbst aufgeben und nach mir ist die Sintflut. Das ist ja auch das, was die Leute jetzt aufregt, auch im Osten. Diese nach mir die Sintflut-Haltung, denen ist doch scheinbar völlig wurscht, was aus diesem Land wird. Hauptsache, sie kommen gut dabei weg. Also,
Die Entdämonisierung der AfD kann man sehr gut beobachten an einem sehr sachlichen Interview, das meine Nachfolgerin bei den Sommerinterviews gerade mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel geführt hat. Ganz sachlich, die plapperte zwar immer dazwischen mit ihren eigenen Thesen, die sie da hatte, aber sie wurde nicht unterbrochen. Es war ein richtig gutes Gespräch. Das ist zunehmend eine Entdämonisierung. Man kann ja auch dieses Wort rechts nicht mehr hören. Also bei aller Freundschaft, das inflationiert sich doch. Also ich sage immer vorhinein schon, wissen Sie, ich bin Schwurbeloper und Nazi. Man muss es ja immer vorweg sagen und dann kann man seine Meinung sagen. Aber das führt dazu, und jetzt sagen wir im Osten, ja Leute auf kommunaler Ebene, also wir können doch nicht eine Brandmauer zu Leuten ziehen, mit denen wir zusammen in der Schule waren, mit denen wir im Schützenverein sind, mit denen wir im Sportverein sind. Das ist doch alles Irrsinn. Auf so eine Idee kann man nur in Berlin kommen. Und wir müssen uns doch grüßen und so weiter. Das sind mehr so menschliche Sachen. Das ist oft wichtiger als politische Programmatik. Das habe ich in meinen Jahrzehnten Journalismus, war ja immer an vorderster Front der Politik, für über 50 Jahre, habe ich wirklich erfahren, es sind nicht Parteiprogramme, die liest sowieso kein Mensch. Es sind nicht Wahlkampfveranstaltungen. Es sind ganz persönliche Dinge. Und da sagt man sich, jetzt gucken Sie sich mal das Interview an mit der AfD-Vorsitzenden. Und da denkt man, meine Güte, wenn ich nicht wüsste, dass das die Frau von der AfD ist, würde ich denken, Helmut Kohl ist wieder auferstanden oder Franz Josef Strauß und nur in weiblicher Form und sympathischer. Das ist Wahnsinn, diese Dämonisierung. Also, Sie haben mich ja gefragt, dann kriegen Sie konkrete Antwort. Ich glaube, dass im Osten schon, vor allem auch die jungen Leute, zur Wahl gehen werden und sie werden blaue Karten verteilen. Wie das nachher ausgeht, kann durchaus sein wie in Frankreich, wo ja der erste Wahlgang völlig klar war, Le Pen, und da gibt es einen Rechtsruck, völlig klar. Und am zweiten Sonntag war die große Ratlosigkeit, dass das alles nicht eingetroffen ist. Das hat natürlich nur einen einzigen Grund. Alle anderen haben sich gegen die Le Pen-Partei verschworen. Sie haben so gedeichselt, Kandidaten haben zurückgezogen und wer weiß was. Die haben den Sieg förmlich erzwungen oder die Niederlage eben der Rechten. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland aufgeht, vor allem auf Länderebene nicht. Also irgendwann reicht es den Leuten. Und dann sagen die in Thüringen und Sachsen und Brandenburg, Mensch, wir haben die Diktatur doch jetzt hinter uns, wo die Blockparteien waren, das muss ja jetzt nicht wiederkommen. Also so schlicht ist das doch alles. Wenn es gelingen würde, ein Land auch regierungs- und koalitionsmäßig blau zu machen, ist das ein Signal für die Bundestagswahl. Ich glaube allerdings, dass es noch schlimmer würde, in Anführungszeichen, für die Bundestagswahl, wenn sich Koalitionen bilden, meinetwegen in Sachsen, die so absurd sind, weil sie nur dazu dienen, die AfD zu verhindern. Und das kann auch wieder Wirkungen haben für die Bundestagswahl, dass die Leute sagen, also das ist doch keine Demokratie mehr. Wenn man also die Hälfte der Bevölkerung, in Ostdeutschland ist das ja so, einfach ausschließt, als gäbe es die gar nicht. Aber ich habe erlebt, in vielen Jahrzehnten, Wahlen galten als sicher. Ich denke Hamburg, da hat ja mal die CDU, das haben wir ja völlig vergessen, die absolute Mehrheit errungen. Die Umfragen waren noch wenige Stunden vor der Wahl so, dass das keineswegs gelingen würde. Und dass sogar die SPD in der Lage wäre, die vorhandene Regierung weiterzuführen. Dann kann immer ein Ereignis kommen. Überlegen Sie mal diesen Irrsinn mit Fukushima. Also da gab es ein Seebeben, das hatte mit dem Atomkraftwerk überhaupt nichts zu tun. Aber die Leute waren so in Angst und Schrecken, dass sie entsprechend gewählt haben.
Deswegen, und das ist aber spannend an unserem Beruf. Wir leben doch im Journalismus von diesen Überraschungen. Da haben wir doch wieder ein paar Jahre zu tun, das zu erklären, das Rätsel zu lösen und uns aufzuregen. Ich kann ja wieder Bücher schreiben. Mich aufzuregen über die Zustände, die wir haben. Aber ich sage nochmal, um der Jugend willen, sollten wir uns endlich mal zusammenreißen und sagen, jetzt gucken wir nur mal auf die junge Generation. Wie kriegen wir für die eine anständige Zukunft hin? Und da ist es mir völlig wurscht, ob das rot, schwarz oder blau ist. Hauptsache, es werden endlich die Probleme in unserem Land gelöst. Apropos gucken, Herr Hane, wir müssen heute ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, Ja. weil wir haben, glaube ich, nur noch 10 Minuten Ich habe ja maximal. schon ein Schlusswort angesetzt. Aber den Punkt wollte ich noch abfragen auf jeden Fall. Wir hatten den Journalismus nämlich schon angesprochen und heute sitzen wir nämlich mal Jahrzehnte an journalistischem Fachwissen und Erfahrung gegenüber. Sie haben es schon gesagt, das Vertrauen sinkt. Von Staatsfunk ist die Rede, wenn man sich umhört. Sie sprechen in dem Buch von Medieninzucht sogar in Bezug auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jetzt muss ich mal fragen, als Journalist, wie sehr tut Ihnen das weh? Sehr weh, weil es eine Entwicklung ist, die ich nie für möglich gehalten habe. Journalismus, nie würde ja jemand sagen, egal welche Epoche man nimmt, Journalismus ist ein rechter, also politisch gesehen, konservativer Beruf, war es ja nie. Es hatte immer diesen Touch des Linken, des Rebellischen, des sich Widersetzenden. Also der Witz ist ja, dass mir zum Beispiel vorgeworfen wird, die Kritik, die ich übe, von Leuten, die eigentlich früher selber diese Kritiker waren. Das haben sie ja heute in allen Bereichen. Also wenn ich früher sagte, ich bin aber schon für die Bewaffnung Deutschlands und für die Verteidigungsfähigkeit und für die Waffenindustrie, da wurde man ja gesteinigt. Frieden, Frieden, Frieden. Wenn Sie heute das Wort Frieden nennen, sind Sie ein Verräter. Es steht ja auf meinem Buchdeckel, das ist eine Prophetie, die sich jetzt erfüllt hat. Auf meinem Buch steht außen, hinten auf der Rückseite, wer sich für Diplomatie und Frieden einsetzt, gilt als Verräter. Das ist ja irre. Das heißt, es dreht sich jetzt alles. Was mal schwarz war, ist jetzt weiß und umgekehrt. Und das haben wir auf allen Gebieten. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern über den Zustand, in dem wir uns befinden und in dem auch der Journalismus ist oder die Politik ist. Und das, glaube ich, wird auch explodieren, weil die Leute das nicht mehr begreifen. Und unser Beruf war eigentlich immer alles hinterfragen, investigativ aufdecken und immer, und das ist ein wunderbarer journalistischer Maßstab, von dem, was man hört, das Gegenteil annehmen. Also wenn ich eine Presseerklärung von einer Partei kriege, von einer Regierung, muss ich erstmal davon ausgehen, das Gegenteil stimmt. Die wollen mich entweder bewusst belügen und betrügen oder sie tun das aus irgendwelchen anderen Gründen. Ich muss es hinterfragen. Und heute könnten wir beiden einen Faktencheck machen und nur es würde keinen mehr interessieren, dass eins zu eins die Presseerklärungen von Parteien und Regierungen übernommen werden. Das hat auch mit der journalistischen Faulheit zu tun. Und eins zu eins. Die bemühen sich noch nicht mal, das in eigenes Deutsch zu fassen. Es sei denn, es ist nicht gendergerecht geschrieben und sie müssen das dann noch ein bisschen umschreiben. Aber es werden heute eins zu eins, und es war mein früherer Kollege Klaus Kleber, der ja nun völlig anders denkt als ich, der gesagt hat unlängst, ja, er müsste es zugeben, in der Corona-Zeit, das wäre auch bei ihm im Heute-Journal ein Verlautbarungsjournalismus gewesen. Dasselbe sagt Rolf-Dieter Krause, das war ja mein Pendant eine Zeit lang hier in Berlin, was ich beim ZDF machte, machte er bei der ARD und dann wurde er Leiter des Studios in Brüssel.
der jetzt vor ein paar Tagen gesagt hat, wir werden von diesen Regierungen in Deutschland belogen und betrogen nach Strich und Faden. Kann man sich jetzt aufregen, wieso musste er erst bis zur Pensionierung warten, bevor er das sagte. Ich habe es übrigens immer schon gesagt, mein Buch Schluss mit Lustig, der Beweis. Aber da sage ich, wenigstens dann, sagt einer, der nimmt es nicht mit ins Grab und sagt das. Das heißt, wir müssen wieder zurück zu den zum Ethos, also zu den Maßstäben unseres Berufsstandes. Das wäre überhaupt die Rettung. Und stellen Sie sich mal vor, alle Journalisten wären plötzlich so kritisch wie früher Panorama von der linken Seite und das ZDF-Magazin von der rechten Seite. Dann könnte die Politik sich vieles nicht mehr leisten. Der Witz ist ja der, wenn ich jetzt Politiker wäre, ich würde mich doch ins Fäustchen lachen über die Dummheit und die Kritiklosigkeit derer, die laut Grundgesetz dafür da sind, mich zu kritisieren und mich zu beobachten. Die können doch sicher sein, sie können doch absolut sicher sein. Und die paar wenigen, die Ausnahmen bilden, wie ich zum Beispiel, die kann man durch ein Delegitimierungsgesetz kaltstellen. Also besser geht's doch gar nicht. Herr Hane, die Frage zum Schluss, und jetzt muss ich den Satz mal, diesen doofen Journalistensatz sagen, mit der Bitte um kurze Antwort. Ja, gerne. Blick auf die Uhrzeit. Ihr Buch ist ja vor allem eine große Schilderung von Problemen, von Dingen, die schieflaufen. Aber jetzt fragt sich natürlich jeder am Ende des Buches, wie kann man das dann beheben? Wie schaut denn die Lösung dafür aus? Also als Journalist bin ich nicht dafür zuständig, Lösungen zu bieten, sondern als Journalist haben wir die Fakten darzustellen, damit anhand dieser Informationen die Menschen sich selber ein Bild machen können, eine Meinung bilden können und dann gucken, was können wir in unserem konkreten Umfeld machen. Wenn ich nach jedem Kapitel eine Bedienungsanleitung geben würde, was man wie ändern sollte, dann wäre ich genau der, den ich ja kritisiere, nämlich betreutes Denken, betreutes Handeln und dieser Vorschriften-Regierungsstil, den wir heute erleben. Deshalb, ich möchte mit diesem Buch Informationen geben, um in Form zu bringen. Daher kommt das Wort. Das heißt, dass man sich eine Meinung bildet und daraus lebenstüchtig wird und mutig wird und sagt, da und da kann ich was ändern und ich liefere Nachrichten. Denn Nachrichten heißen Nachrichten, damit man sich danach richten kann. Und ich bin der Überzeugung, dass man sich eher nach den Nachrichten meines Buches ausrichten kann, als an dem, was man heute dauernd hört. Und ich sage noch einmal, den Schluss des Buches, die letzten Sätze, das habe ich ja quasi bei Alexander Solzhenitsyn geklaut. Der hat, als er den Literaturnobelpreis bekam, den Schlüsselsatz gesagt, er konnte es ja nur schreiben, er war ja im Gulag, der damals sogar in den deutschen Zeitungen als Titelzeile war, holt Gott zurück in die Politik. Das heißt, wir müssen uns wieder der Werte des christlichen Abendlandes, das klingt jetzt unglaublich nach Opa, aber wenn wir das wieder ernst nehmen, 10 Gebote, Bergpredigt, dann haben wir wieder eine Grundsubstanz gewonnen. Denn ein Mann wie Roman Herzog als Bundespräsident hat gesagt, hielten wir uns wieder an die 10 Gebote, wir hätten ein anderes Land. Und jetzt können wir von vorne anfangen, aber dafür haben wir keine Zeit, aber das können wir dann ja mal thematisieren. Gerne beim nächsten Gespräch, Herr Hane. Hier und heute sind wir am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ja, Patrick Hiestock, ich habe mich riesig gefreut. Ich hoffe, dass unseren Zuschauern das genauso geht. Und ich sage mal ganz bewusst auf Wiedersehen. So, und jetzt seid ihr dran. Wie hat euch die Folge gefallen und welche Gäste oder Themen würdet ihr gerne mal in einer künftigen Episode sehen? Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Bei der Gelegenheit der kleine Hinweis, es gibt auch noch andere Episoden mit interessanten Themen und Gästen. Schaut da gerne mal rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.